Moin, herzlich willkommen hier zurück zur Samstagnachmittagsausgabe Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch, Vierfachmap 1-7 ohne Gräben. Ja, die letzten drei Felder, ich will nicht sagen, liegen in den letzten Zügen, aber sind dabei angesät zu werden und das ist gar nicht mehr so viel, wie ihr seht. Wir sind da fleißig bei. Mit drei Traktoren, drei Felder. Ist eigentlich recht wenig, was wir in Feldern bisher haben. Ne? Sehr viel, was wir nicht haben. Naja, müssen wir mal einkaufen gehen nachher. Wir haben ja ein bisschen Geld. Und wenn ich dann noch Bier verkaufe, ich weiß gar nicht, wo Bier gerade liegt. War es auf jeden Fall nicht so. Nicht so, dass ich es jetzt verkaufen möchte. Aber wir können auch mal unsere Tiere versorgen. Auch das ist notwendig. So brauchen sie auch. Okay. Ja, Lilly ist hier noch ein bisschen im Weg. Ah, da kann ich dran vorbei. Ja, super. So, die Mischration bringen wir natürlich wieder ins Silo. Die brauchen wir ja jetzt nicht. Dann können wir eigentlich unsere Produktion mal versorgen. So, jetzt gucken wir mal, ob wir noch Schweinemischfutter haben. Ne, erstmal gucken wir, wie es den Tieren jetzt geht. Okay, außer Stroh ist hier alles super. Und die haben gar nichts mehr. Okay. Müssen wir nachher mal strommäßig hier was unternehmen. Und erstmal hier gucken. Selten dem nicht ausgesucht, den Platz zum Befüllen. Der war da nicht drin. Okay, das ist ja nicht viel. Müssen wir mal gucken, ob wir denn noch Schweinefutter haben, sonst müssen wir dringend noch Schweinefutter machen. Ja, hier ist noch was, aber... Trotzdem müssen wir etwas machen.
nützt nun alles nichts. Na los, mach voll da. Mal gucken, wie viel ich davon überhaupt loswerde. Schauen wir mal. Oh, ich habe kaum noch Dünger beim Xerion, aber das müsste eigentlich noch reichen für das Feld. Der Wario hat auch nichts mehr. Der wird auch gleich meckern. Muss ich mal eben kurz stumm schalten, Entschuldigung. So. Müsste mich eben räuspern. Ja? Geht da die ganze Ladung rein? Hammer. Gibt's ja nicht. Oh, noch nicht mal voll. Krass. Können wir nochmal so eine Ladung holen und den Rest, den schmeißen wir dann da rein. Ins Silo. Stehen noch nicht drunter, natürlich kann das da nicht gehen. Klar. So. Einmal voll machen, bitte. Ja, so diese Bahn, die ziehst du ja auch echt gut. Sind ja nur die anderen, die nerven, die Vorgewände. Jo. Das Feld haben wir bald. Das ist nicht mehr viel. Das ist schön. Das ist sehr schön. So. Die anderen muckeln so vor sich hin. Strom müssen wir bei allen noch machen. Die Produktionen hier laufen, Düngerproduktion, Saatgutproduktion, mein kleines Bienenhaus, was ich schon habe, was nichts mit der Bienenproduktion oder mit den Bienen jetzt von Fee zu tun hat. Okay, Lilly will hier eben auch mal zu ihrer Basisstation wahrscheinlich zurück. Was sollen sie machen? Macht ja auch wirklich eine gute Arbeit. Was läuft hier? Ich habe das Gefühl, dass der Xerion wieder irgendwie Mist macht, aber. Ganz leer hier die Produktion.
kann das dann komplett alles entziehen. Und dann fließt er auch wieder auf, natürlich. So. Therion fährt wieder Kornkreise. Ja, prinzipiell erstmal nichts gegen, aber es zögert einfach alles unnütz hinaus. Rückwärts ran. Weil da noch mein Fass vorsteht, aber es macht nichts. Macht gar nichts. Case Optum muss aufgefüllt werden, ja. Ja. Logisch. Aber du bist auch bald fertig. Sehr schön. Wirklich sehr schön. Sehr gut. Also wenn das nicht gut wird, dann weiß ich es auch nicht. Das habe ich mir natürlich nicht gemerkt. Oh, ja. Letzte Bahn in die Fahrtrichtung. Okay. Ja, gleich hier am Anfang. Okay. Ne, gar nicht gleich hier am Anfang. Doch, da. Eine Bahn zu früh. Silly me. Schön sagt. So. Der Fendt ist auch fertig, sagt er. Wollen wir uns gleich mal angucken. Ja, Fendt ist fertig. Da hinten ist er noch nicht fertig. Und deshalb fahren wir da jetzt mal hin. Hält sich alles sehr in Grenzen. Hält sich alles in Grenzen. So, den Optum werde ich auch nicht mehr auffüllen müssen. Ihn hier auch nicht. Alles zusammenfalten, bitte. Und dann fahren wir nach Hause. Ja, der Xerion, der fährt wieder Kornkreise. Mann, Mann, Mann. Hier viel hin und her zu eiern.
weiter. Uns geht's jetzt zurück zum Hof. Und da füllen wir erstmal die Sämaschine auf. Voll ist. Ja, verständlicherweise, glaube ich. Also, wenn wir losfahren, ja, dann kann man die ja jetzt schon auffüllen. Kann man in echt natürlich nicht so machen, weil es dann viel zu viel Feuchtigkeit zieht übers Jahr. Aber wir machen das hier, weil hier zieht es ja keine Feuchtigkeit. Ja, so komme ich da nicht rum. So komme ich da rum. So, einmal Dünger auffüllen. Und dann machen wir das Ganze nochmal mit Saatgut. Mann, ey. Voll. Super. Dankeschön. Und wegbringen. Ja, diese Zwillingsbereifung macht mich fertig, ey. Echt? Mann. Da hat die umgeschaltet. Nervig. Nervig, nervig, nervig. Echt? Auch direkt hier rückwärts fahren können. Ne? Sagt's ruhig. Sagt ruhig, wie es ist. Der hier, der geht jetzt erstmal zum Händler. Und dann kommt erstmal. Dann kommt da erstmal die Zwillingsbereifung. Serien sollte aufgetan werden. Ja, das schafft er schon noch. Das schafft er schon noch. So. Frühlingsbereifung. Nein, ich will nicht das Gewicht. Ja, ich kümmere mich, glaube ich, in Serion. So. Konfigurieren.
Den haben wir wieder. Und jetzt ohne Zwillingsbereich. Das ist doch gut. Der Clean Crew funktioniert wohl nicht so, oder? Sind das noch keine zwei Tage jetzt gewesen? Oh, was der Xerion macht, der fällt doch bestimmt schon wieder Quatsch. Tja. Was fehlt denn hier bei der Produktion? Raps, Sonnenblumen, Soja, Erdfrüchte, Getreide, die können eigentlich alles kriegen. Erdfrüchte, Raps muss ich gucken, ob ich noch Raps habe im Hofsilo, aber. Früchte haben wir noch, stimmt. Ja, guck mal, Feld 12 ist gleich fertig. Feld 8 auch. Oh, ich guck grad mal auf die Zeit. Hey, Leute. Ja, ist jetzt der Ausgleich dafür, dass es heute kein Livestream gibt. Wenn es euch gefallen hat, Kommentar, Like, Abo, wie immer, würde mich freuen. Besucht mich bei Facebook, besucht meine Homepage und schaltet vor allem morgen wieder rein bei der nächsten Folge. Ich verabschiede mich und sage ciao.